Ja, ich habe mir gedacht, ich gehe heute mal ein bisschen vor die Haustür und filme einfach mal die total kleinen, unwichtigen Dinge, die wahrscheinlich im Umkreis von 500 Metern von meinem Wohnort sind. Das ist nämlich einfach was, was mich so zurzeit aufregt, dass alle immer nur über die großen Dinge reden und alle nur halt so Ratschläge geben. Alle geben immer nur Ratschläge und Tipps für andere, anstatt dass sie sich vielleicht um ihre eigenen Leben kümmern und auch vielleicht gar nicht so diese großen Dinge da wollen. Ja? Und ich glaube schon, dass jeder im Umkreis von 500 Metern einen Haufen Sachen hat, die super interessant wären, vielleicht super interessante Menschen, aber man kümmert sich dann einfach einen Scheißdreck drum. Und eigentlich finde ich das traurig. Ja, wie man vielleicht gesehen hat, bin ich ja hier so ein bisschen ramponiert, vielleicht können wir das nochmal kurz hier einfangen. Ja. Ich habe mir ja beim Biken den Arm gebrochen. Ich will jetzt auch eigentlich überhaupt gar kein Mitleid, sondern ich will mal sagen, dass ich schon krass finde, was die Schulmedizin da mittlerweile leisten kann. Ja. Ich habe mir den Arm gebrochen, Elle und Speiche, das Radiusköpfchen für die Mediziner unter euch und eben noch so einen anderen Bruch. Und ich habe mich nach dem Unfall sofort einfach so gefühlt, als hätte ich keinen Arm mehr. Ja, als würde dieses Ding einfach nicht mehr so funktionieren, wie ich den jetzt seit 37 Jahren kenne. Was ja auch kein Wunder war, weil der war halt einfach kompliziert gebrochen. Aber was hätte man da früher gemacht, ohne Röntgen oder ohne chirurgische Eingriffe? Da wäre ich wahrscheinlich an diesem Arm verreckt oder hätte halt einfach einen steifen Arm. Naja, und jetzt habe ich mich hier in München operieren lassen. Möchte ich einfach auch mal ein gutes Wort für die chirurgische Klinik in der Nussbaumstraße lassen. Denn heute ist Sonntag und die OP war am Dienstag. Und ich fühle mich jetzt echt schon wieder stabil. Ja, also das ist wieder ein Arm so. Ich bin auf jeden Fall wieder down mit dem Ding. Das ist jetzt einfach auch noch zum Schutz. Muss ich noch 2 Wochen tragen. Aber das ist schon krass. Ja, das ist schon krass, was so hier so Schräubchen richtig positioniert mir wirklich Gutes tun können. Ja, und da muss ich einfach mal sagen, also da hätte mal jemand mit Steine auflegen oder mit Wunderquellen ankommen sollen. Ich glaube nicht, dass wir da in irgendeiner Form so einen Effekt gehabt hätten. Na, jetzt gehe ich noch ein bisschen hier durch das nette Örtchen und vielleicht werde ich noch ein paar nette Bilder einfangen, einfach was mir so vor die Linse kommt. Und vielleicht habt ihr einfach Freude daran. So, das wäre mir einfach, oder würde mich freuen, wenn ihr an so einem Video auch Freude habt. Na dann, weiter geht's.